Na, wieder im Internet unterwegs? Ja, aber irgendwie habe ich da nicht mehr so richtig Lust zu. Wieso hast du keine Lust mehr? Naja, irgendjemand Anonymes schreibt meiner Freundin immer so komische Nachrichten. Okay, und was schreibt er oder sie? So richtig fiese Sachen, so sie sei dumm, hässlich und alles Mögliche. Oh, das hört sich stark nach Cybermobbing an. Was man dagegen tun kann, seht ihr jetzt. Mobbing in der Schule besteht schon seit Jahren. Mittlerweile hat sich das Mobbing vom Klassenraum ins Internet verlagert. Im Netz trauen sich auch mehr Leute, da sie anonym bleiben können. Felix Zettel vom Beruf Sozialpädagoge arbeitet seit 5 Jahren für Nördlich e.V., ein Hamburger Jugendhilfeträger. Er erklärt uns, was Cybermobbing ist. Cybermobbing ist ja ein relativ, ist ja vergleichsweise neue Form von Mobbing, die aufgekommen ist durch das Internet, durch Facebook, durch StudiVZ, SchülerVZ, halt einfach eine Möglichkeit, anonym auch über jemanden schlecht im Internet zu sprechen oder jemanden ja, zu mobben. Betroffene in Deutschland sind meistens zwischen 12 bis 16. Eine konkrete Anzahl der Opfer kann nicht erfasst werden. Schätzungsweise liegen die Werte bei 32% in Deutschland im Alter von 12 bis 20. Das Wichtigste, was wir auch immer den Jugendlichen vermitteln wollen, ist, sich Hilfe zu holen. Also darüber sprechen, nicht allein zu bleiben, das in sich reinzufressen, sondern sich Hilfe holen bei den Eltern, bei Freunden, bei den Lehrern, das offen kommunizieren und darüber sprechen und sich dann im zweiten Schritt an irgendeine Gruppe wenden oder an eine Beratungsstelle, dann an seinem eigenen Selbstwertgefühl arbeiten, sich anzuschauen, welche Stärken hat man eigentlich, sein Selbstbewusstsein aufzubessern. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, das Zentrale ist, sich im ersten Schritt Hilfe zu holen, damit nicht allein zu sein und mit anderen darüber sprechen, im Austausch. Hallo, ist das hier die Cybermobbing-Beratungsstelle? Ja, ich wollte fragen, weil ich werde per Internet und auch in der Schule so gemobbt und da wollte ich fragen, was ich da tun kann. Eine Beratung? Ja, Mittwoch wäre gut. Okay. Okay, danke schön. Tschüss.